Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Matchmap im Matchmap Krimi. Ja, es ist immer noch der 20.02. Die letzten zwei Folgen war auch der 20.02. Monte, Aufnahmetag. Es läuft nicht so, wie es laufen soll, ne? Oh, du bist Okto. Feld 4 ist, glaube ich, hier, ne? Sieht zu klein aus. Ja, dann muss das hier sein. Wir machen mal hier eben Flügomort. Das ist hier ganz schickifein. Wir brauchen Kohle. Richtig Kohle. Wir haben ja letzte Folge die Düngerproduktion. Saatgutproduktion gesetzt, ne? Wie heißt es? Ich habe. Der Tatra fährt ja die ganze Zeit Kartoffeln, ne? Wartet. 0,2 N. Die ganze Zeit Kartoffeln. Ich habe den jetzt auf dem Rückweg Dünger mitbringen lassen, dass das in die Saatgutproduktion kommt. Hier, seht. Mitgebracht. Wir haben ja noch so ein bisschen was Gemüse. Dinkel oder so haben wir noch ein Silo. Das schmeißen wir jetzt noch rein, damit wir das Saatgutziel mal voll kriegen oder so. Ist doch ein Ziel, ne? Weißt du nicht, dass ich jetzt hier Kasala mache? Und ist wieder kein Ziel. Dann kriege ich nämlich einen Föhn. Lass mal eben schnell nochmal Look and Looky machen. Ich meine, das ist aber Ziel. Hier ist es, glaube ich, ne? So, das. Da sagt 200.000 Liter. Alles klar. Steine lagern wir auch ein. Läuft. Habe ich ja doch Glück gehabt, ne? Habe ich ja mal was richtig gemacht. So, wir müssen eben zum Hofsilo. Eben Blodderchen machen, ne? Ne, keine Kartoffeln diesmal. Diesmal eben was anderes. Wir haben da ja irgendwie so ein anderes Gemüse da noch alle drin. Das muss jetzt erst da hinten rein. Können wir mal zwischendurch machen. Ab und zu muss er. Jetzt stehe ich zu weit weg. Ich kriege ihn einfach. Heute läuft, ne? Ja, das ist wieder so ein richtig Premium-Aufnahmetag, ne? Wo alles läuft, wie es laufen soll. Wir brauchen kein Mineral-Ding mehr. Nein, nein, Linke. Machen wir voll den Laden. Das läuft. Das lief. Ich versteh's. So, wie sind die Schnitte voll? Jemen, warum machst du nicht doch ganz einfach weiter, do? Wie schwer ist der doch gar nicht? Scheint doch, ne? Der riecht mich auch. Aber der IAC kann da, glaube ich, gar nichts für. Das liegt, glaube ich, am CP. Der düngt hier, ne? Feld 73. Habe ich ja hingeschickt. Ich hoffe, die 10.000 Liter sah gut reichen. Da waren wir doch gerade erst. Hier müssen wir hin. Wenn du Vorwärtsgang reinmachst, kannst du auch vorne zwingen. Hier sind Schickrande. Wenn nicht läuft, dann läuft nicht. Ne, ist immer so. So Bäumchen wachsen wenigstens. Das ist das Einzige, was echt immer läuft. Wir machen das hier gleich erstmal ein bisschen schick. Obwohl, wir müssen hier wahrscheinlich noch was hinsetzen. Aber ich mag das so einfach nicht leiden. Ich bin ganz ehrlich, ne? Oh, das war so weit vom Chlor. Läuft hier. Jetzt weiß ich ja, warum der Uwe immer entspannte Spielstände lieber mag. Wir müssen hier hin. Das ist. Zwei, ne? Zweite Schiene ist das. Aktivieren. Läuft, ne? Ja, gut, alles klar. Das läuft schon mal. Und nicht nur die Nase. Schickram ist der. Einiges Blechle, du. Ja, mal voll. Man hätte das auch verkaufen können, aber das wäre viel zu einfach gewesen. Die Ziele sind das Wichtigste in meinen Augen. Klar muss man auch demnächst wieder drüber nachdenken, Sachen zu verkaufen, aber im Moment möchten wir auch mal eine Kuh verdienen, ne? Man möchte ja auch mal einen Erfolg sehen. Wir müssen im Moment noch über Mission kommen, anders wird es nicht laufen.
Anders wird es im Moment noch nicht laufen. 200.000 Liter Saatgut muss er auch erstmal finanzieren. Oder kriegen. Weil wir auch nur selber Saatgut machen müssen. Haben wir nicht noch was in Lager? Tritikale haben wir da auch noch in Lager, ne? So ein paar Pfund. Schmeißen wir die auch noch rein? Dann kann der nämlich wieder losbrackeln. Oh, guck mal, unsere Kühe, der läuft, ne? Das ist Kuhbusiness, das läuft. Das ist das Einzige. Schickram, du. Steine sammeln und so. Mist müssen wir auch noch umfahren. Solange wir keine Düngeproduktion haben, ne? Wir haben da noch Tritikale, ne? Ja, das läuft hier. Das war's. Das ist der Rest von Schützenfest. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Also fährst du wieder Kartoffelkiss. Jetzt aber auch mal eine Rutsche Mist irgendwo an. Wo? Ne, das machen wir später. So, hier kommt schon mal was zustande. Das ist schon mal ganz gut. Gut, 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 gut. Dann fährst du mir wieder nach Sylt, ne? Sylt 1. Wenn du die Kartoffelkiste denn drin hast, ne? Dann heizst du da nochmal hin. Und dann ist der Svenny auch wieder zufrieden, ne? Wir müssen da wieder lang zurück. Nee, nee, jetzt brauchen wir den Dünger. Oh, das ist ja gar nicht mehr so viel. Hast du gesehen? Ha! Die kommen voran. Hat er jetzt nicht gesagt, oder? Nee, hat er auch wirklich nicht. Nee, hat er nicht nachgedacht, als er das gesagt hat. Die kommen voran, ey. Das glaubt jetzt eh nicht. Mach mal Gas. Die voll pleite. So wird von die Schnauze voll. Jetzt fährt er wieder nicht, weil er keinen Bock hat. Und CP wieder meinte, nee, lass mal. So ein ganz Schlepper, das kann mir keiner erzählen. Ich krieg hier echt einen Harras. So, was wollten wir denn jetzt machen? Sag mal. Das ist am Laufen, ne? Gut. Gut, das läuft nicht. Gibt's denn was in der Sonderangebote oder so? Ja, sicher, so was brauchen wir auch, oder was? Ja, weißt du, ich kaufe das Moped jetzt, ne, und dann brauchen wir es nicht. Ich weiß ja auch nicht. Kann der schwaden oder so? Kannst du schwaden? Und ich hänge mir nämlich gleich um. Ist ja gar nichts mehr, was wir so gebrauchen. Fahr mal zum Hofsilo beladen. Dann kommt der E10er hier weg. Und bringt ja nichts, wenn der nicht fährt. Da ist mir ja nichts mit geholfen. Ich reg mich ja nur auf. Da kannst du alles mitmachen, aber wenden brauchst du dann nicht. Ich werde jetzt mal über Timbuktu Süd.
Edlo, wieso bist du aus? Du warst soeben an. Hätte ich falsch angestellt? Ist doch alles drinne. Ah, nein. Ich hab sowas von gewusst, okay. Nein. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Als Klo. Naja. Kommt jetzt hoffentlich ein Knick. Du bist hoffentlich auch mal an Arbeit. Hier, guck mal, unser neues Moped. Da kommt jetzt ein Schwor dahinter und dann kann der schworden. Hoffentlich zieht ihr das klar. Wir haben voll das Kack-Moped gekauft. Entschuldigung für den Ausdruck, aber. Ist ja wahr. Der kommt auch nicht in die Wertung. Du weißt, wo du hin willst, ne? Wir sind schon wieder so weit vom Pleite, ne? Kannst du nicht annehmen, weil geht nicht, geht nicht. Gib mal Schub hier. Mein kleiner frohne Kupferstiche. Naja, ne? Läuft. Hier ist nix. Er ist noch am Plögen. Hier ist wieder Dora. Das läuft. Das ist ganz gut, ne? Dieses Hin- und Hergekachel, ey, das frisst ja Zeit, ey. Das ist ja nicht normal. Muss man ja sich nichts vormachen, wa? Einiges Blech, ne? Frisst das Zeit. Du was mitnehmen? Nee, im Moment nicht. Schickram, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir müssen ja Strom auch noch. Nee. Hier kommt auch nicht ein Knick. Oh, oh, oh. Ich glaube, es geht bergauf. Da warst du schon, ne? Nur so rein informativ. Sehen wir zu, dass du jetzt hier an Schnitzel kommst. Wir brauchen die Kohle. Oh, unser neues Moped ist gleich in den Hof. Fahren wir mal eine Runde selber, weil es so schön ist. Oh, du bist sequenziell geschaltet, ne? Oh, nee, du. Ich könnte auch noch dieses Gemüse verkaufen. Wir müssen das auf Direktverkaufen stellen. Habe ich wieder vergessen, ne? Können wir gleich eben einstellen. Der kann auf jeden Fall schon mal einen Schwor da runterbringen. Zu Feld 59, ne? Ja. Ist da mal was vorangeht, ey. Guck mal, oh, oh, oh. Linken tut der sich immer nicht so schicki fallen. Fahr da mal hin. Brauchst ein Gewicht, ne, ne? Bin ich ja beruhigt. Feld 59. Ich will mal sagen, gib mir Schubrakete. Danke, danke, danke. So schnell brauchst du auch nicht fahren. Wir wollten das Zeug hier auf direkt verklappern stellen, habe ich gesagt. Ne? Wir haben ja keinen Dingsbums hier. Ach, warte, nee. Steht hier auf direkt verkaufen, habe ich schon umgestellt. Ne? Gut. Da müsste auch irgendwann mal Talas reinkommen, aber ich frage mich, wann.
Saatgut habe ich einlagern gestellt, oder? Einlagern, ja. Alles klar. Okay. Moin. Guck mal, jetzt klappt das, ne? Wenn wenn vorbei ist, dann scheint es ja zu klappen. So, du gib mal Schub, du musst mal hier pressen. Hoffe ich. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts verpassen vor diese ganzen Grande der Malheur und was hier immer so alle passiert, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.